vielleicht bei der Agentur für Arbeit? Moment, wenn ich keine Pointe mache, lache ich. Ich sollte das Konzept nochmal überlegen. Und da sagte fragte mich meine Arbeitsagentin, ob ich die... Haben Sie schon was getrunken? Gibt's hier noch was anderes als außer Marzipan? Sekt. Fragte mich meine Arbeitsagentin, ob ich die neue Kundenkarte schon hätte. Okay, das war jetzt eine Pointe, die ich ja. Ich versuche die Idee. Ob ich die neue Kundenkarte schon hätte? Lachen. So oft wie ich bei ihr wäre, würde sich das neue Kundenprogramm für mich doch lohnen. Bei 500 abgelehnten Bewerbungen könnte ich eine prima Häkelhaube für die Hutablage meines Autos bekommen. Und ab 1000 Ablehnungen sogar ein sechsteiliges Eierbecher-Set aus dem Mund geblasenen Kristallglas. Ich sagte, die Häkelhaube finde ich prima. Ob ich dazu vielleicht noch die Hutablage bekommen könnte oder ein Auto. Am nächsten Morgen die frei. Ich packte meinen Einkaufswagen bei Aldi voll und ließ ihn in der langen Warteschlange vor der Kasse stehen. Ich packte meinen Einkaufswagen bei Lidl voll. Sagte ich schon Lidl gerade? Nein. Das ist das Schöne bei Déjà-vu und Demenz. Wenn es jetzt so vermischt. Ich packte meinen Einkaufswagen bei Lidl voll und ließ ihn in der langen Warteschlange vor der Kasse stehen. Ich packte meinen Einkaufswagen bei Rewe voll und ließ ihn in der langen Warteschlange vor der Kasse stehen. Selber schuld, wenn die im vollen Laden die zweite Kasse aufmachen. Selber schuld, wenn alle die Studenten und Senioren immer gerade dann einkaufen müssen, wenn die Arbeitslosen auch mal Zeit dafür haben. Selber schuld, dass sie die Kasse für 5 Teile aufmachen, wo man einfach seinen vollen Wagen stehen lassen kann. Um empört zu sagen, die nur 5 Teile? Wollen wir doch gar nicht, was soll denn der Scheiß? In der U-Bahn ließ sich zur Belohnung mal so richtig krachen. Ich stelle bitte ein ganzes Viererticket voll. Für eine Kurzstrecke. Die Kontrolleur winkt sich nach seinem oberflächlichen Check zurück. Er möge doch bitte einmal gewissenhaft arbeiten und sich alle Abstempelungen anschauen. Sei doch nicht zu viel verlangt. Dafür zahlen wir doch schließlich. Bei der Beerdigung war ich reich. Warum heißt das ausreichend Schmaus? In der U-Bahn absolviert sich davon noch ein paar gelungene Testreiswürfe, Reis für alle, auch für die Lebenden. Ich bot sogar dem Kontrolleur einen Reiswurf an, doch der warf mich einfach nur raus. Und das, obwohl ich abgestempelt hatte, sogar 4 Mark. Meine Arbeitsagentin brachte ich am nächsten Morgen den restlichen Reis mit als Zeichen meiner aktuellen Bemühungen. Sie fand es gut, auch meine Aktion der U-Bahn, und dass ich den Reis vorher nicht gekocht hatte, fand sie absolut Knorke. Eine Barbold-Reis sei auch völlig überschätzt. Wir heirateten sofort. Kontrolleur warf uns ehrlich ins Gesicht. Den Brautstrauß schickten wir zurück zu Flo. Wahrscheinlich kloppen die sich gerade um, wer als nächstes heiraten darf. Ich habe schon ein paar 4er-Tickets mehr gekauft, den Kontrolleur adoptiert. Und morgen kontrolliere ich mit meiner heißen Arbeitsagentin die langen Warteschlangen an den vollen Kassen bei Aldi und bei Rewe. Und wegen Studenten, der dann an der vollen Kasse in einem einzigen Paket Parboy-Reis ansteht, der dann endlich mal die Kasse für 5 Teile geöffnet hat. Den lassen wir erst einmal alle seine Reiskörner einzeln sehen. Dann sollen wir mal sehen, wie die Kehrarbeit schmeckt. Morgen werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Studenten, packt ihr mir erst um 17 Uhr einkauft, als hättet ihr erst um 17 Uhr Zeit für eure Fischstäbchen, Filtertüten und Fischermans Friends. Ich werde auf euch warten. Bei Aldi, Lidl und bei Rewe. Ich hab Zeit. So, an dieser Stelle meinen Applaus. Okay, dann setze ich mich wieder hier hin. Weil Kontrolle ist wichtig. Also, sagen wir mal so, also für mich jedenfalls. Also Kontrolle mit Springflug zum Beispiel. Oder den Kühlschrank abtauen. Wenn man endlich mal den Kühlschrank abtauen, dann dauert das ewig. Man weiß nie, wann er fertig abgetropft hat. Herr Boratnik, kennen Sie auch? Der Kühlschrank jetzt. Ja. Wir gehen dann mit dem Trockentuch unten durchs Eisfach durch und kaum ist das trocken, tropft das von oben wieder nach. Lässt sich nicht kontrollieren. Neulich habe ich sogar den Toaster ins Eisfach gestellt, damit er auch sicher abtaut.
der Eisfach. Ich habe beim Toaster sogar die Auftautaste gedrückt, damit das abtaut. Das Kühlschrank. Und da ist mir die ganze Eisscholle von oben in den Toaster reingefallen. Springflut. War der Strom natürlich sofort weg. Die Sicherung raus aus der Wohnungssicherung. Steckt man nicht drin. Rass dich aus. Oder einkaufen. Wieder mal. Wenn euch auch einkaufen. Stehe in der Kasse, 5 Teile. Habe nur 2 Flaschen. Bier und Bier. 2 Flaschen. In jeder Hand. Vor mir eine junge Frau mit vollem Einkaufswagen und nicht mal die obligatorische Pfennigoma, nämlich viel zu viel einzeln abzuzählenden Kleingeld. Eine junge Frau und meint sie, die lässt mich durch. Die packt sich erst einmal alles ein, dass sie sich da angehäuft hat. Und dann funktioniert ihre IC-Karte nicht. Ich sage, wenn ich Filialleiter wäre, ich würde die rausschmeißen. Hausverbot. Wegen Kundenaufhaltens. Das schwächt doch die Kaufkraft, wenn Kunden an der Kasse verdursten. Aber ich bin leider nicht Filialleiter, ich bin durstig. Und ich habe offensichtlich die Kontrolle über junge Frauen verloren. Frau Schmidt, ich habe von Ihnen noch keinen Lacher gehört. Der ist die ganze Zeit am Gibbeln. Schon Tinnitus. Augenzucken. Das macht mich auch wahnsinnig. Kriege ich am anderen Auge auch noch Augenzucken, weil ich das Augenzucken vom anderen Auge nicht kontrollieren kann. Sag ich, wenn ich eines Tages Nasenzucken kriege, schneide ich mir die Ohren ab. Mache ich einen Straßenkaffee bei Nacht. Und eine Vase voller oder Sonnenblumen. Und dann schneide ich mir beide Ohren ab. Sehen sowieso scheiße aus bei mir. Kann ich so nicht wackeln, aber ich kann sie nicht anlegen. Und nicht mal sein Aussehen kann man nicht kontrollieren. Hunde könnte ich vielleicht kontrollieren. Ich sage, ja, wenn du siehst, dann leg ich wenigstens die Ohren an. Er muss sich ja noch nicht mal hinsetzen. Hauptsache, er legt einfach für mich die Ohren an. Kontrolle durch nonverbale Kommunikation herschaffen. Wenn man sich schon selbst kontrollieren kann, dann doch wenigstens die anderen. Ich stehe an der Kasse, zucke kurz mit den Augen und die junge Frau lässt mich freundlich vor, damit ich rechtzeitig nach Hause komme, bevor der Toaster hochspringt, die Sicherung rausfliegt und der Kühlschrank eine Springflut verursacht. Das ist Kontrolle, die totale Kontrolle erschaffen. Ich streiche es doch, die Wand. Zum Schluss und zur Versöhnung vielleicht noch ein kleines Gedicht. Es ist einem Tier gewidmet, das wir alle sehr kennen und lieben. Den Silberfisch. Es ist aus seiner Sicht geschrieben. Also, so gibt es Silberfisch nicht. Und es heißt.